Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun, zu einem Ramadan-Vlog, meine Lieben. Nach langer Zeit wieder mal ein Vlog für euch. Ich bereite hier gerade nachts um 3:30 das Essen vor. Hört mal, es ist 3:30, 3:32 Uhr. Hier seht ihr, dass ihr auch seht, wie spät es ist hier oben genauso. Wir essen jetzt nachts um die Zeit, so bis 20 nach 4, glaube ich, dürfen wir jetzt essen. Da habe ich Rühreier gemacht. Schaut mal, da haben wir noch ein bisschen Nudeln vom Abendessen. Hier bereite ich noch alles vor. Ich werde Brot, Toast und so weiter. Milay sitzt schon am Tisch, die ist total verschlafen. Mit Schlafanzug, die möchte ich jetzt nicht zeigen. Ich sag mal nur, Milay, bist du hier? Ja. Bist du bereit zum Essen? Ja. Bist du bereit zum Fasten? Ja. Okay, wir essen jetzt dann und sehen uns heute früh. Es ist ja schon früh. Wer weiß, wann wir aufstehen, Milay. Milay bestimmt um 12 Uhr mittags. Ja. Ich sag jetzt nicht guten Morgen. Es ist Mittag, meine Lieben. Wir sind um 11:30 aufgewacht. 11:30 haben wir geschlafen. Ja, ist klar. Man kann nicht frühstücken, gar nichts machen, keinen Kaffee trinken in der Früh. Dann schläft man einfach weiter. Ich habe die Augen aufgemacht, es war 8:30, wo man gedacht hat, ach, schlaf doch weiter, was will ich jetzt? Milay hat auch tief und fest geschlafen. Und wenn sie fastet, habe ich mir gedacht, lass sie schlafen, dann vergeht die Zeit wenigstens am Vormittag. Und die Kira, die Cian, ist in der Früh aufgestanden, war kurz raus, glaube ich, mit ihr. Und jetzt Mittag ist sie mit mir raus. Die Kira ist gerade sehr, sehr auf mich fixiert, weil ich nutze viel die Zeit und gehe mit ihr raus. Ihr Kiri. Wir tun viel draußen spazieren gehen mit der Kira und jetzt gehe ich auch mit ihr raus. Milay spielt oben an ihrem Tablet. Natürlich zeige ich dir euch, seht ihr heute auch und ihr seht auch, was wir heute kochen, wie unser Tag heute so vorankommt, unser Fastentag, Ramadan. Ja, aber jetzt gehe ich zuerst mit Kira raus. Geh mal Gassi. Ha? Gassi, guck mal die Ohren an. Gassi, gehen wir jetzt, gell? Ja. Hinter mir die Skaterbahn. Kein Mensch, ruhig. War hier mal hier alles so abgeriegelt, aber jetzt machen die hier neuen Weg oder irgendwas. Neuen Weg. Genau, und sonst alles ruhig. Die Kira da hinten, die kann jetzt laufen, die Kira. Hä? Kein Mensch, ab und zu mal jemand, der hier Gassi geht oder mein Fahrradfahrer. Das war's eigentlich. Und schön ruhig. Mir gefällt das auch so, wenn das Wetter auch so schön ist, habe ich so meine Ruhe. Kiras Lieblingsspiel? Wie sie immer hupft. Hey, geht's noch? Ja, bist du. Hey, hey, hey. Musst du warten? Warten, was? Sitz? Sitz? Gut so. Oh. Ja, die liebt das. Also, Kira, hol's. Ich kann aber nicht so weit werfen. Ui, ja, die hat's in der Luft geschnappt. Jo, komm her. Jetzt aber. Aus. Super machst du das. Und jetzt, Kira, schauen wir mal, wie weit ich werfen kann. Oh, mein Kreuz tut weh, ich kann gar nicht so weit werfen. So, und das könnte Kira hier mit mir stundenlang machen. Aus. Guter Hund, machst du fein. So, und lauf. Das ist unsere Routine immer beim Gassi gehen mit Kira. Ich mach gleich weiter, muss Kamera ausschalten. Jetzt stehen wir vor der Tür, haben keinen Schlüssel. Kein Mensch macht auf. Kein Mensch. Kein Mensch hört. Yo, Kira, was haben wir bloß angestellt? Ja, Robert spielt bestimmt. Mir auch. Gian, wer weiß, der ist wieder eingeschlafen. Uff, ja. Ich räume jetzt unsere Spülmaschine aus. Spülmaschine, immer das gleiche. Ich hasse Spülmaschine aufräumen. Die anderen machen sich um ein schönes Leben an ihrem Tablet und PC spielen. Und ich mache hier die Arbeit. So wie sie es kennt. Mamas. Ja, und nachher fangen wir dann an zu kochen. Ich habe Kartoffeln jetzt auf dem Herd. Kartoffelpüree mache ich. Und die Milay hilft mir dann nachher beim Kochen. Die kommt nur runter. Ja, die seht ihr schon noch. So ist es nicht. Die wird nicht da jetzt den ganzen Tag da oben bleiben. Aber die liegt in meinem Bett, meine Lieben. In meinem Bett liegt die. Ja, sie sagt, da ist es am bequemsten. Ich verstehe zwar nicht, warum mein Bett so bequem ist. Aber anscheinend sieht Mamas Becken immer so bequem. Heute gibt's zum Essen Kartoffelpüree mit Hackfleischbällchen in Tomatensauce.
Das habe ich mir vorgenommen jetzt. Und May will eine bestimmte Suppe haben. Aber wenn wir fasten, liebe ich es, wenn ich ein bisschen was machen kann, dann vergeht die Zeit auch schneller. Hey, schaut mal, Robert ist auch unten. Jetzt ist er wieder da, Robert. Unser Soldat. Robert ist unser Soldat mittlerweile mit seinem Haaren. Aber unsere Follower mögen dich immer noch nicht mit diesen Haaren. Nur zur Info, gell? Und da draußen ist die Millet. Die Millet ist endlich da. Guckt mal, jetzt hat sie sich in den Garten verzogen. Und was macht die da bitte? Die macht Live-Chat oder was? FaceTime macht sie. Und Kira? Kira, was machst du? Ich schwimme ihr gleichzeitig. Oh Gott, die zwei. Genau, so schaut es jetzt gerade bei uns aus. Und da oben sitzt unser Nachbar, den zeigt man jetzt nicht, gell? Den sieht man nicht. Okay. Essen tun wir zusammen kochen. Ja. Ich habe hier schon mal was hergerichtet hier. Vieles, Salat und so weiter. Das riecht voll gut, aber ich dachte, Kartoffeln. Das riecht voll gut. Und Millet macht jetzt die Köftes, die braten. Ja. Sie jetzt anbraten. Ja, warte mal. Muss gucken. Ist warm. Ja. Dauert noch ein bisschen. Ja, und sind die hart? Warum die hart sind? Keine Ahnung. Die tut sie jetzt anbraten und dann tun wir Soße dazu machen, gell? Mhm. Also Millet beim Essen kochen, immer so. Gell? TikTok. TikTok, ja. Ah, ich... Ja, also gut, du. Schau mal, ob es schon warm ist. Ja, es ist warm. Tust drauf. Ich hab voll Angst. Vor was hast du Angst? Dass es zu viel spritzt. Mhm. Also das ist schon die Millet gerade gekocht, gell? Weil man sieht nur deine Hände. Millet ist wunderschönes, schon drittes Koch. Millet ist Kochstudio, ja? Also wir brauchen den Dinger wieder, diesen. Ha, da. Ah, jetzt kommen die Köftes wieder rein, gell? Köftes. So? Ja, ja. Schön rein damit. Ich werde Chefkoch. Echt? Ja. Mhm. Jetzt fehlen mir noch die Kartoffeln. Und Kartoffelpüree. Kartoffelpüree. Wie du dich immer anstellst. Geht nicht. Sie will mit Messer schälen, sagt sie zu mir. Ja, das kann man doch machen. Kann man schon machen, ja. Aber schau mal, wie schnell das so geht. Das braucht man doch nicht ablegen, das nimmt man in die Hand. Nein. Nicht? Das geht bei mir nicht, das geht voll schwer ab. Immer meine. Oh, Mann. Ich will das gerne reinbeißen, aber mach ich es. Ja. Wir haben nicht mehr viel. Bald geht's los. Da gibt's Köfte mit Soße. Aber noch besser Tomatensuppe. Was? Das ist doch keine Tomatensuppe. Doch. Nein, das ist Nudelsuppe, Maus. Oh. Ja, da muss man die schwarzen Stellen hier ein bisschen wegmachen. Dann schau mal. Sie muss so lachen. Das mache ich nicht. Da drin mache ich mein Kartoffelpüree. Die macht ein Püree. Hier habe ich schon Knabberzeug hergerichtet. Mit Tee, die habe ich auch schon gekocht hier. Dann später. Dass wir gleich rangehen können. Unsere Nudelsuppe. Hier haben wir Brot, Kartoffelpüree, unsere Hackbällchen und unser Salat. Und die habe ich Rettich geschnitten. Die mag ich so gern. Schatzilein, holst du mal Millet die letzten 3 Minuten? Ehrlich? Ja. Millet, komm! Essen ist fertig! Also, letzten 3 Minuten, du kannst die 2 Minuten sind es jetzt nur noch. Genau. Bevor ich mit jetzt gleich essen, dann habe ich selber gebrochen. Ja, ich. Ah. Ich habe zwar nicht gefastet, aber habe trotzdem gefastet. Papa. Also, bis auf den Kaffee. Habe ich doch, stimmt, ich habe gesehen. Ich habe 2 Scheiben Käse gegessen. Aber man muss Respekt sagen. Ich faste ja nicht. Respekt vor Robert. Wenn jemand es machen will oder macht, egal, auch hält er sich dran, er wartet, bis wir essen abends, gell? Oh, ich soll dieses Wasser sehen! Das Wasser sehen! Okay.
Okay, also setzt euch mal hin. Okay, Anne, wir müssen Countdown zählen. Countdown? Schon wieder? Ja. Nein! Ich will nicht! Immer, okay, das erste Mal, komm, trink. Jetzt darfst du dein Fasten brechen. Ja, das fühlt sich ja komisch an. Also, guten Appetit. Nach dem Essen lassen wir alles stehen, ganze Geschirr hier. Und zuerst gibt es mal Chai für den Papa und für Mama. Milet trinkt nochmal auch, aber die ist brutal voll, sagt sie. Was machst du? Und danach muss Mama sauber machen. Also, mein Mann. Mein Mann, Leute. Und hier die Milet. Und du mal schaust TikTok gerade, oder? TikTok. Und wie war's Essen und wie fühlt also, man sich? Mann, ich wollte halt irgendwie nicht trinken, weil ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwas breche oder dass es noch zu früh ist oder so. Aber dann habe ich halt getrunken. Ja. Aber dann, weil ich so gewohnt war, hat mein Bauch angefangen halt zu drücken. Und ja, so, da bist du schnell satt geworden, gell? Ja, aber es hat richtig lecker geschmeckt. Der erste Schluck und erst lecker. Lecker. Und jetzt wird reingehaut, was geht bis nach zum 4, gell? Genau. Und morgen geht's weiter mit Fasten. Schau mal, wie sie guckt. Ja, so macht man beim Fasten. Am Abend isst man dann weiter bis nachts um 4 und danach fastet man doch weiter normalerweise. Das meint Papa. So. Ja, der weiß Bescheid, der Robert. Also, meine Mama macht jetzt noch die Spüle. Genau. Und ich werde jetzt noch ein bisschen spielen. Bis 10 Uhr ungefähr, weil ich habe morgen wieder Homeschooling, worauf ich gar keine Lust habe, aber naja. Und da möchte ich halt fit sein und nicht erst um 24 Uhr oder so schlafen gehen. Deswegen werde ich jetzt noch die Zähne spielen und dann geht's ins Bett und dann ist morgen wieder Homeschooling. Und dann machst du noch vielleicht irgendwann ein extra Video, Ramadan-Vlog auf Les Well. Ja, ich werde ja eh jeden Samstag, Sonntag und so fasten oder so. Ja, muss ich noch schauen. Okay, wir sehen uns auch noch später, wenn Mille weg ist. Ja. Nachdem ich meine Küche aufgeräumt habe, sieht mein Abend hier so aus. Ich nehme immer meinen Tee, dann habe ich immer Maronen ein bisschen dazu zum Essen. Dann mache ich es mir hier draußen gemütlich. Es ist frisch, ich habe Jacke an. Der Robert, der trinkt ein Glas Tee hier draußen, wenn es einigermaßen ein bisschen milder ist, das Wetter. Ansonsten sagt er, ne, ich gehe doch da nicht raus, da ist zu kalt. Es ist jetzt gerade 21.37 Uhr. Ich werde jetzt meinen Tee hier in Ruhe trinken. Die Kira ist da, die bewacht unseren Garten. Kira? Ha? Wer kommt denn? Kommt jemand? Ha? Komm mal her. Was ist? Was ist passiert? Ha? Da ist doch niemand, Maus. Ja, bestimmt Silas. Wir haben Silas gesehen da. Hockt sie jetzt und wartet auf den Silas. Ja, so beenden wir dann unseren Abend, meine Lieben. Natürlich ist halt so, wir normalerweise, wenn jetzt alles offen wäre, wenn man die Geschäfte könnten, dann wären wir auch ein bisschen rausgegangen, um Zeit zu vertreiben oder so. Aber bei uns öffnen die Geschäfte erst am 27. Das heißt, wenn ihr diesen Vlog seht, an dem Tag öffnen dann die Geschäfte bei uns. Vorher ist noch alles zu. In Bayern ist es so und ab morgen ist Maskenpflicht bei uns. Ich hoffe mal, dass die Corona-Zeit vorbei ist bald und wir dann auch mehr aktiv werden können, mehr rausgehen, mehr shopping, was weiß ich, oder was unternehmen, Action draußen und so weiter, dann werden die Vlogs auch interessanter, aber das ist halt nun mal hier auch ein Ramadan-Vlog. Ich wollte jetzt auch nicht einkaufen gehen, stimmt doch gar nicht. Was für einkaufen? Kann doch gar nicht einkaufen gehen, heute ist Sonntag. Also langsam, ja. Fasten macht halt so, wenn man nichts gegessen hat. Okay, meine Lieben, das war's mit unserem Vlog heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like für unser Video, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!